Und noch einmal kurze Fußnote, und sie ist aber wichtig, ich mache keine Werbung dafür, in die Sexarbeit einzutreten. Ich mache aber definitiv Werbung dafür, dass du deine Stemmeisen findest, um dich aus diesem Schultrauma rauszuwuchten. In meinem Leben, das wurde ja jetzt irgendwie so rauf und runter ständig diskutiert und veröffentlicht und Interviews dazu und Buch darüber geschrieben und so weiter. In meinem Leben war ja dieser große Bombeneinschlag, dass ich angefangen habe, als Sexarbeiterin zu arbeiten. Und das ist ja immer so, wow, okay, was für eine krasse Maßnahme. Ich habe das ja, wie gesagt, damals gar nicht so erlebt als so eine krasse Maßnahme. Aber es zeigt, weil es eine so begeisterte Freiheitserfahrung war, so cool, ich kann legal als Prostituierte arbeiten und ich liebe die Begegnungen und ich liebe das nicht genormte und nicht normierbare dieser Begegnungen in der Sexarbeit. Ich erlebe daran, wie radikal dieser Schritt war, dass ich sehr genau wusste, ich muss hier sehr, sehr große Schritte in die Freiheit machen. Ich muss hier sehr drastische Maßnahmen ergreifen, um überhaupt wieder mich zu spüren, um überhaupt wieder mir mein Leben oder ein Gefühl von, ich mache in meinem Leben, was ich machen möchte, um mir das zurückzuholen. Das heißt, ich sehe an dem krassen Schritt der Prostitution, wie krass vorher mein Gefühl gewesen sein muss und gewesen ist von Fremdbestimmtheit. Nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, nicht, weil meine Eltern besonders streng gewesen wären, ganz im Gegenteil, sondern einfach deshalb, weil ich für die strukturelle Gewalt in unserem Schulsystem mein Leben lang empfindsam blieb in dem Sinne, dass ich konnte nie damit zurechtkommen. Ich konnte nie auf dieser Prägung aufbauen, dass mein Leben irgendwann wieder mir gehört. Ich konnte nie auf dieser Schulbildung aufbauen, dass ab da ich mache, was ich möchte. Ich musste es zerbomben. Ich musste es zerfetzen. Ich musste es in Stücke schlagen. Und dafür ist natürlich so ein Schritt wie, okay, ich bin jetzt eine Nutte statt eine Einserschülerin, auch wenn ich de facto beides gewesen bin, ist natürlich ein Schritt, der sozusagen genug Anlauf und Karacho in sich bergen kann, um diesen Schritt zu schaffen. In dieses Gefühl von, wow, ich lebe und wenn ich möchte, lebe ich nach meinen Gesetzen, lebe ich nach meinen Bedingungen. Und wenn ich in dieser Welt angeblich wollen darf, was ich will, dann haltet euch fest, denn das ist, was ich will. Und hier ist, wo ich glücklich bin. Und diese Art von gesellschaftlichem Tabubruch ist natürlich wie so ein Stemmeisen, was stark genug ist, um diese Krusten, diese Asphaltschichten, diese Teflonbeschichtungen auf unserem Nervensystem wieder aufzubrechen, wenn wir dieses Schulsystem überlebt haben.